Ich bespreche mit dir die Aufgabe B 4.3 aus der Abschlussprüfung aus dem Jahr 2023 an den Realschulen in Bayern. Das ist aus der Arbeit Mathematik 2. Ja, du siehst hier die Aufgabe, diese Zeichnung, das ist das, was bei den vorherigen Teilaufgaben entstanden ist. Ja, und jetzt kommt diese Aufgabe hier. Ja, die ist nicht ganz selbsterklärend. Da müsstest du vielleicht dann wirklich nochmal eben kurz schauen, was stand in den vorherigen Aufgaben, aber ich erläutere die sofort nochmal. Trotzdem, wenn du jetzt da mitten in der Aufgabe drin steckst, kannst du es natürlich erstmal selber versuchen und dann mit meiner Lösung vergleichen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, was soll hier gemacht werden? Zeigen Sie, dass für das Volumen der Pyramiden A, B, D, Pn in Abhängigkeit von x gilt. V von x, also Volumen in Abhängigkeit von x, ist gleich minus 3,47x plus 49,5 Kubikzentimeter. Okay. Ja, das x, von dem hier die Rede ist, das haben wir hier beispielhaft eingezeichnet mit diesen 3 Zentimetern. Also der Punkt P1, der wandert hier auf dieser Strecke hier zwischen S und C. Und dieses x ist diese Länge hier oben. Ja, also in diesem Fall ist x gleich 3, aber x ist wie gesagt variabel. Ja, also kann sich verändern zwischen 0 und 14,21. Also genau bis da unten hin kann dieser Punkt P1 hier wandern, indem diese Streckenlänge verlängert wird. Ja, und jetzt sollen wir halt das Volumen ausrechnen in Abhängigkeit von x. Ja, und das soll dann so aussehen wie die Musterlösung da. Ich würde an deiner Stelle folgendermaßen vorgehen. Erstmal ganz grundlegend die Formel für eine Pyramide aufschreiben. Ja, also das Pyramidenvolumen V ist ja immer ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Ja, und wir brauchen jetzt hier also die Grundfläche und die Höhe. Schauen wir uns zunächst mal die Grundfläche an. Das ist ja hier dieses Dreieck hier unten. A, B, D. Das ist die Grundfläche von dieser Pyramide, um die es jetzt hier geht. Das ist ja die kleine, die da innen drin ist. Und das ist eine dreieckige Grundfläche. Und du hast hier einige Angaben. Nämlich diese Seite hier, das sind 6 cm. Und das hier, das ist ja die Höhe von dem Dreieck, was da unten auf dem Boden liegt, ist die Hälfte von dieser Strecke hier. Das heißt, dieses Stückchen hier, das sind garantiert 5,5. Das ist die Höhe dann von dem Dreieck. Und das ist die Grundseite von dem Dreieck. Das heißt, die Grundfläche der Pyramide kann ich jetzt hier schon direkt einsetzen. Ich schreibe es nochmal dahinter. Die Grundfläche ist 1/2 mal 6 mal 5,5, ja. Die Dreiecksfläche ist ja mal 1/2 mal Grundseite mal Höhe, ja. Und die Grundseite des Dreiecks ist hier 6 und die Höhe ist 5,5, ja. Gut, das setze ich dann da schon mal ein. V gleich 1/3 mal. Und jetzt kommt dieser Term hier. 1/2 mal 6 mal 5,5 mal H. Das hier kann ich jetzt schon mal teilweise ausrechnen. Die 3 und die 6 kann ich kürzen zu 1 und 2. Und dann kann ich die 2 mit der 2 kürzen zu 1 und 1. Dann bleibt da irgendwie nichts mehr übrig. Genau, dann habe ich ja einfach nur noch stehen 5,5 mal h. Ja? Und jetzt brauche ich nur noch einen Term für h. Ich mache mal hier eben so eine kleine, ja, Zwischenrechnung. Also ich will jetzt h berechnen. Und schauen wir das hier nochmal an. Die Höhe von dieser Pyramide ist ja diese Länge hier von P1 nach F1. Beziehungsweise, ja, kommt ja darauf an, wie lang dieses
x hier ist, aber jetzt in diesem Beispiel hier, in dieser beispielhaften Pyramide, ist das diese Strecke hier. Ja, wie können wir die rauskriegen? Schau dir mal zwei Dreiecke an. Einmal dieses hier, C, A, S, großes Dreieck. Und das hier, C, F1, P1. Dann siehst du, die stimmen in diesem Winkel überein. Diese beiden hier, die sind parallel. Das heißt, diese beiden Dreiecke, die ich dir gerade gezeigt habe, die sind ähnlich. Und wenn die ähnlich sind, dann gilt ja der Strahlensatz. Jetzt bin ich hier zum Beispiel damit angefangen, das da zu dem hier. Ich muss gleich mal überlegen, wie lang die Strecke ist. Sie ist nicht 14,21. Verhält sich genauso wie das da zu dem hier. Ja, das ist der Strahlensatz. Ja, das zu dem verhält sich wie das zu dem. Bin hier schon mit H angefangen. Also H zu. Da muss ich gleich noch kurz überlegen. Da unten verhält sich auf jeden Fall genauso. Also das zu dem verhält sich genauso wie 9 zu 14,21. 9 zu 14,21. Und jetzt muss ich ja noch diese Strecke hier haben, von P1 nach C. Ja, das ist ja nicht 14,21. Da fehlt ja dann genau dieses Stück. Da fehlt also genau diese Strecke X hier hinten. Das heißt, dieses hier ist dann 14,21 minus X. Ja, und so kann ich jetzt in Abhängigkeit von x, du siehst, hier kommt ja x drin vor, kann ich also die Höhe ausrechnen, indem ich ganz einfach jetzt rechne, mal 14,21 minus x. Also ist die Höhe dann gleich 9 durch 14,21 mal 14,21 minus x. Ja, das kann ich noch wieder ein bisschen vereinfachen. Ich habe ja hier mal Klammer. Dann kann ich ja ausmultiplizieren. Also das hier, das ist ja hier eine Zahl. Das mal das und das mal das. Ja? Dann ist nämlich die Höhe gleich 9 durch 14,21 mal 14,21. Das hebt sich genau gegeneinander auf. Da bleibt also 9 übrig. Und dann minus das da mal das. Also 9 durch 14,21 mal x. Ja, ist halt 9 durch 14,21 mal x. Das hier kann ich jetzt ja dann noch ausrechnen, was da jetzt rauskommt für eine Dezimalzahl, also Dezimalbruch. Und ich schreibe das mit dem x nach vorne. Also ist die Höhe gleich minus so und so viel x. Das muss ich jetzt eben kurz ausrechnen. Dann nehme ich den Taschenrechner dazu. Geteilt durch 14,21 ergibt 0,63x plus 9, diese 9 hier, die schreibe ich da noch wieder ab. Gut, jetzt habe ich also hier einen Term für H. Und diesen Term für H setze ich jetzt da oben ein. Ich hatte ja hier schon stehen, V ist gleich 5,5 mal H. Und jetzt habe ich dann ja auch automatisch, hier kommt ja ein X vor, habe ich dann also V in Abhängigkeit von X. Ist dann nämlich gleich 5,5 mal H. Und H ist das da. Mal minus 0,63X plus 9. So, jetzt muss ich diese beiden hier noch wieder ausmultiplizieren. Also 5,5 mal das und 5,5 mal
das v von x ist gleich 5,5 mal 0,63. 5,5 mal 0,63. Das sind 3,47, also minus 3,47x. Und dann noch 5,5 mal 9, kannst du auch im Kopf rechnen oder mit dem Taschenrechner. Das sind 49,5. So, und das ist ja ein Volumen. Alles war vorher in Zentimetern vorgegeben, dann kommen wir natürlich garantiert Kubikzentimeter raus. Ja, und das stimmt jetzt halt exakt natürlich wieder mit der Musterlösung überein. Ich lege es hier nochmal eben dazu, ja. Da siehst du also die Musterlösung und du kriegst ja genau das Gleiche raus, wenn du es so rechnest wie ich. Wenn du mit den Taschenrechnerwerten weiterrechnest, dann kommt da unter Umständen 3,48 raus. Musst du mal ausprobieren. Das ist dann natürlich auch korrekt, ja, statt 3,47. Ja, ich hoffe, es war für dich nachvollziehbar. Abonniere meinen Kanal, schau dir meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!